Mittlerweile sagen, Schalke hat verdient dieses Spiel gewonnen und ist verdient aufgestiegen. Also von meiner Seite aus Glückwunsch an alle Schalker für den Bundesliga-Aufstieg. Natürlich habe ich heute mit Pauli gehalten, ist ja ganz klar, weil es einfach die Option da gewesen wäre, dass wir morgen hätten tauschen können. Natürlich ist auch nächste Woche immer noch eine Option. Aber eine Sache steht jetzt fest: Schalke ist aufgestiegen in die ersten Bundesliga. Damit steht ein Aufsteiger schon mal fest. Dadurch ist nur noch ein fester Platz frei und der Relegationsplatz. Jetzt wird es nochmal richtig, richtig spannend zum Endspurt der Saison. Wir müssen morgen gegen Aue alles geben, aber Fakt ist erstmal eins: Schalke ist zurück in der Bundesliga. Und an der Stelle, wie gesagt, Glückwunsch von mir und von meiner Seite aus an alle Schalker, ja, die jetzt sich freuen und den Aufstieg feiern werden. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche auch die Meister oder die Meisterschaft, sag ich schon, den Aufstieg feiern können. Ja, morgen heißt natürlich jetzt erstmal Aue und dann nächste Woche Regensburg. Aber ja, es gibt auch gerade einen absoluten Platzsturm noch. Kann man auch alles verstehen, dass da alles rappelvoll jetzt gerade ist, ist, glaube ich, ganz logisch. Da hält es jetzt keinen mehr. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, ganz, ganz krass. Vor allem, wenn du überlegst, 2-0 hat Pauli geführt in der ersten Halbzeit und dann dreht Schalke das auf 3-2. Das war so ein bisschen ein Déjà-vu-Moment, wenn man zurück an uns letzte Woche denkt. Nur halt auf eine andere Art und Weise. Wir haben 2-0 geführt, am Ende 3-2 verloren. Und diesmal hat halt Schalke den 2-0 noch gedreht. Und da muss man auch sagen, wenn du ein 2-0 schaffst, so zu drehen, dann hast du natürlich nicht nur verdient gewonnen, sondern dann bist du auch verdient zurück in der Bundesliga. Und ja. Deswegen ganz, ganz krass. Auch schöne Bilder hier nochmal. Also, wir sind jetzt hier gerade noch live aus dem Stream. Schreibt mal gerne eure Meinung unten rein. Ja, jetzt heißt es morgen Vollgas geben gegen Aue. Und mehr kann ich dazu jetzt gar nicht mehr sagen.